Jürgen Kumpels, und Abonnementen meines Hauptkanals, Jensis Welt, Rohbarabotagen und mehr. Ihr seht, ich bin wieder im Zug, ganz alleine. Ich rede diesmal etwas lauter, damit die Klimaanlage nicht so zu hören ist. Das letzte Mal war es ja etwas zu laut, aber ich habe den ganzen Zug jetzt für mich alleine. Ja, ich kann hier rumschreien wie ein Irrer. Hier ist keine Sau in dem Zug. Kommt erst kurz vor 8 der TF und vielleicht ein Fahrgast etwas später. Aber bis jetzt ist niemand da und genau deswegen kann ich mich laut unterhalten. So. Ja, was ist denn die Woche passiert? Naja, nicht viel. Ich habe ein bisschen was fotografiert, 2, 3 Züge gefilmt. Ich wollte noch ein bisschen mehr filmen, aber das Handy, das hat mir Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, so ist es halt. Auf der Strecke nach Saalfeld hat man öfters die Gelegenheit, was zu filmen, weil man einen Aufenthalt im Bahnhof haben. Aber gut, ich werde euch jetzt hoch. Okay. Ich wurde gerade begrüßt von einem Lokführer, der mich kennt. Er steht jetzt hier gerade gegenüber. So, es ist einiges in der Woche passiert. Und das zeige ich euch jetzt. Film ab! Doing crazy.
Die Zeit dazu habe oder die Gelegenheit. Es gab noch einiges anderes, was ich gesehen habe, zum Beispiel den Städteexpress mit der E11 und einer Ludmilla hinten dran. Konnte ich nicht filmen. Irgendeinen speziellen Triebzug konnte ich nicht filmen. Irgendeine Doppel-E-Lok ist Richtung Saalfeld gefahren, gezogen von zwei Ludmillas, kein Scherz. Ist wirklich so gewesen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Ding war, habe ich noch nie gesehen. Irgendeine Doppel-E-Lok. Spanien, Italien, ich weiß es nicht. Ich habe nur die Schnauze noch gesehen, als er vorbeigerauscht ist, der Zug, aber ich habe es deutlich erkannt, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr große Lok aus zwei Hälften. Ja. So. Ja, gut. Und ansonsten ist halt nicht viel passiert. Das Übliche halt, Signalstörung kann passieren und dann halt die andere Geschichte, Verspätung und so weiter, aber das kennt ihr ja alles. Wer mit der Bahn fährt, der kann sich das ja denken. Ja, gut, aber jetzt kommen wir mal zum Wochenende. Samstag muss ich arbeiten, aber nur kurz, also nur eine kleine Tour und Sonntag und Montag habe ich frei. Ja, Sonntag kommt dann vielleicht diesmal der Marco. Müssen wir sehen. Dann wird wieder an der Anlage gebaut. Berg, Rampe, da wo die Stadt ist. Oder oben der Bahnhof, müssen wir sehen. Fahrvideo ist ja auch noch geplant. Dazu müssen wir erstmal die Gleise wieder sauber machen. Das ist zwei Wochen lang nicht genutzt worden. Das ist nun mal so. Kommen ein paar neue Waggons drin vor. Ein neuer Triebzug und auch eine neue Lok. Einige haben es vielleicht sogar schon entdeckt bei Instagram. Mal sehen, wie sie fährt. Ich habe sie noch nicht getestet. Ich hoffe doch mal gut. Und die kommt auch zum Einsatz. Ja, und was steht Montag an? Das weiß ich noch nicht. Vermutlich werde ich dann erstmal mich um ein paar Sachen kümmern, die einkaufen. Und gute Rennen machen. Ich denke mal, Montag werde ich dann im Ruhigen angehen, weil Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag muss ich wieder arbeiten. Und da werde ich wahrscheinlich im Ruhigen machen. Aber Sonntag steht fest, Leute, da kommt der Marco. Falls er nicht kommen sollte, mache ich trotzdem ein Fahrvideo. Ich hatte euch ja versprochen, vorige Woche, dass am Sonntag was passiert. Ne? Aber es war schlechtes Wetter. So ist es mit dem Zügefilm in Markkleeberg auch ausgefallen. Und als es dann wieder schön wurde, hat schon keine Lust mehr. Deswegen ist nichts mehr gekommen am Sonntag. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber dieses Wochenende erfolgt auf jeden Fall was. So, gut. Das war's dann erstmal. Habe ich noch ein bisschen Pause. Werde es genießen. Werde erstmal noch einen Kakao trinken. Und was essen. Und dann geht es wieder nach Saalfeld. Sollte noch was dabei gefilmt werden,
werden wir kurz halten, wenn Aufenthalt ist, dann baue ich das mit ein, wenn nicht, dann ist es halt so. In dem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es ja liken. Über Kommentare und Kritiken freue ich mich natürlich auch. Tschüss!